Yo Leute, als Weihnachtsgeschenk bzw. Weihnachtsspecial gibt es jetzt den lang ersehnten Vergleich von The Walking Dead Staffel 5 mit den darauf basierenden Comics 11 bis 13. Viel Spaß! Ja, auch in Staffel 5 gibt es einige Abschweifungen zu den darauf basierenden Comicbänden, wie gesagt in diesem Falle 11 bis 13, und wir fangen direkt einmal mit den Unterschieden an. In den Comics wird Dales Bein amputiert, nachdem ein Zombie ihn gebissen hat, er stirbt an den Folgen. In der Serie ist die Gruppe in Terminus gefangen, das ist ein alter Güterbahnhof, wo Kannibalen leben. Sie töten andere Menschen auf grausame Art und verspeisen sie anschließend. Sie haben unter anderem Bobs Bein amputiert, weshalb auch dieser leider an den Folgen stirbt. Als Ricks Truppe von Eugenes Lüge erfuhr, erreichten sie Alexandria. Die Gruppe wurde von Aaron ebenfalls in den Comics rekrutiert. Wir können uns ja, denke ich mal, noch relativ gut an die erste Hälfte der 5. Staffel erinnern, denn da hatten wir einen etwas längeren Konflikt auch mit einem Krankenhaus, und so war es dann halt auch so in der Serie, dass die Gruppe einen Kurzkrieg eben mit den Polizisten aus dem Grady Memorial Hospital in Atlanta hatten. Der Grund war, weil diese Beth als Geisel besaßen. Beth wurde ja von Daryl getrennt, nachdem ein Auto diese entführt hat. Beth starb leider bei dem Austausch gegen Noah, einem Freund, der ebenfalls im Krankenhaus arbeitete. Die Polizisten übergaben Noah daraufhin als Entschädigung gegen Beths Tod. Die Gruppe reiste eine lange Zeit umher, Richtung Osten, Washington, DC war ihr Ziel. Sie wurden von Aaron und Eric rekrutiert, die die Gruppe an einer Scheune antrafen. Rick war sehr misstrauisch gegenüber ihm, doch schlussendlich vertraute er ihm auch. In den Comics leitet der Kongressabgeordnete Douglas Monroe die Siedlung Alexandria, seine Frau heißt Regina. In der Serie wird Alexandria von einer ehemaligen Politikerin angeführt, und zwar Diana Monroe, und ihr Mann heißt Reg. Rick leidet immer noch sehr an Loris Tod und bildet sich ein, mit ihr zu telefonieren. Rick fängt langsam an, Gefühle für Andrea zu entwickeln und hat nichts direkt mit Jesse zu tun. Im Gegensatz zu der Serie, wo Andrea bereits tot ist, dort verliebt sich Rick in Jesse, die mit dem kranken Frauenschläger Pete verheiratet ist. Während eines Wutanfalls tötet Pete Regina, die Frau von Douglas Monroe. Douglas ist damit einverstanden, dass Rick Pete erschießt, so war es in Comicband Nummer 13 gegen Ende. In der letzten Episode von Staffel 5, also Episode 16, bekommt Pete ebenfalls einen Wutanfall, weil er damit nicht klarkommt, dass Rick in Jesse verliebt ist. Er tötet daraufhin Reg, den Mann von Diana. Diana wünscht darauf den Tod Petes, den Rick ohne zu zögern Folge leistet. Ja, und als letzte Gemeinsamkeit habe ich mir noch etwas aufgeschrieben für die Comics, und zwar ist Morgan ja bereits schon länger Mitglied der Gruppe, hingegen trifft er in der Serie ebenfalls in Episode 16 erst in Alexandria ein, damit er endlich wieder Rick trifft. In der Serie gibt es dann noch einen gravierenden Unterschied, der wirklich auch die ganze Handlung ein wenig nochmal umwirft, und zwar bekommen wir in Staffel 5 gegen Ende die Wolves vorgestellt. Ja, die Wolves sind eine ernstzunehmende Bedrohung, sie tauchten erstmals gegen Ende der 5. Staffel auf. Sie opfern Menschen und töten sie brutal, sie sind Antagonisten in der ersten Hälfte der 6. Staffel. Das heißt, wir bekommen eine Introduction von den Wolves gegen Ende von Staffel 5. Das war diese Truppe, die die Ws auf der Stirn hatte und die Morgan an diesem kleinen Camp attackierte. Ja, dann habe ich mir wieder Gemeinsamkeiten aufgeschrieben, und zwar starten wir jetzt sofort damit. Ja, in beiden Fällen wurde die Truppe von Aaron und Eric rekrutiert, obwohl Aaron zuerst massiv misstraut wurde. Abraham übernahm die Rolle von dem Bautruppleiter, ebenfalls in beiden Fällen, und Rick rasierte sich seinen Bart ab, denn das wurde ja schon längst überfällig, nachdem er wie eine Art Höhlenbär da rumlief. Ja, Rick und Michonne werden beide Cops oder Ordnungshüter, so könnte man das ja sagen, und Pete ist ein Säufer und Frauenschläger. Er stirbt auf dieselbe Art und Weise. Er tötet nämlich zuerst von der Anführerin oder dem Anführer, dem Mann oder die Frau, und anschließend muss Rick ihn töten. Ja, das war's jetzt leider auch schon wieder mit dem Vergleich. Es war etwas weniger als zu Staffel 4. Ich muss dazu aber auch noch sagen, dass in Staffel 5 nicht so gravierende Unterschiede waren. Natürlich gab es hier und da nochmal die ein oder andere kleinere Sache. Zum Beispiel stirbt Noah ja leider auch in einer Situation in einem Lagerhaus auf einer Außenmission mit Glenn. Und ja,
Nicholas bekommt dann den Arsch halt von Glenn voll. Das Ganze gibt es so in den Comics auch nicht. Natürlich ist Nicholas auch jemand, der massives Misstrauen zu Rick auch aufbaut. Aber das wollte ich jetzt hier auch nicht weiter beleuchten. Ich hoffe dennoch, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da. Und wenn ihr relativ schnell den Vergleich zu Staffel 6 sehen wollt, dann lasst auf jeden Fall auch noch ein Abo da. Denn das zeigt mir, dass euch dieses Format gefällt. Und dann werde ich schnellstmöglichst einen Vergleich zu Staffel 6 machen, wo wir auch nochmal viel mehr Inhalt haben. Und dann eben auch, sobald Staffel 7 ausgelaufen ist, dann wird natürlich auch direkt ein Vergleich zu den Comics kommen, die auf Staffel 7 halt basieren. Denn da gibt es wirklich einen ganzen Arsch voll Inhalte bzw. Content, den man in dieses Video mit einbeziehen kann. Dann würde ich sagen, ich wünsche euch ein frohes Fest. Und einen guten Rutsch ins neue Jahr, denn das ist voraussichtlich das letzte Video für dieses Jahr. Vielleicht schaffen wir es noch, das Rogue One Kritikvideo rauszubringen. Ansonsten schaltet auf jeden Fall nächstes Jahr wieder ein, denn dann geht es weiter mit The Walking Dead, Game of Thrones und jede Menge Star Wars Videos. Macht's gut, ciao!